Herzlich willkommen am Fraunhofer IWU. Ich bin Daniela, Social Media Managerin hier im Haus und ich freue mich, euch zu unserer Forschungsblog-Reihe 30 plus Zukunft begrüßen zu dürfen. Im Rahmen unseres 30-jährigen Jubiläums haben wir uns überlegt, dass wir euch, unserem Publikum, unsere Forschungstätigkeit mal aus einem anderen Blickwinkel zeigen wollen. Zusammen werden wir uns den großen drängenden Fragen unserer Zeit widmen, unter anderem, indem wir uns kognitive Produktionsprozesse anschauen, Kreislaufwirtschaft, aber auch den Blick auf Elektromobilität richten und auf den Hoffnungsträger Wasserstoff. Und den Auftakt macht die Kreislaufwirtschaft, wofür wir jetzt gemeinsam in unser Versuchsfeld für Umformtechnik gehen. Rohstoffmangel ist uns allen ein Begriff. Also wie stellen wir in Zukunft Bauteile her, wenn der Rohstoff für Bleche knapp wird? Diese Frage stellen wir jetzt unserem IWU-Experten Rico Hase. Hallo Rico, wir haben unserem Publikum schon die heutige Frage gestellt und wollen sie jetzt auch dir stellen. Wie produzieren wir eigentlich in Zukunft Bauteile, wenn die Rohmaterialien für Bleche knapp werden? Ja, hallo Daniela, das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch schon gestellt haben. In einem Teilprojekt vom EU-Vorhaben KI-Service haben wir uns deswegen mit dem Remanufacturing von Blechbauteilen beschäftigt. Kurze Zwischenfrage, Remanufacturing, das bedeutet, ihr nehmt alte Bauteile und bringt diese wieder in ihren ursprünglichen Qualitätsstandard zurück oder wie müssen wir uns das vorstellen? Das Remanufacturing ist ein Verfahren des Recyclings. Dazu erstmal ein Exkurs. Im klassischen Recycling von Metallen werden die Metalle auf der Materialebene recycelt. Das bedeutet also, die Stähle werden wieder eingeschmolzen und kommen damit in die Wertstoffkette zurück. Beim Remanufacturing setzt man in der Wertstoffpyramide ein Stück weit weiter oben an und dort bleibt das Blech als Blech erhalten. Und wir produzieren aus einem schon mal benutzten Blech wieder ein neues Blechbauteil. Also wird aus einem beispielsweise Autodach oder einer Seitentür so etwas hier. Was haben wir hier vor uns? Wir haben hier ein Bremsenabschirmblech vor uns. Das ist unser Demonstratorbauteil, was wir aus einem schon mal benutzten Fahrzeugdach hergestellt haben. Okay, in der Theorie klingt das alles sehr schön. Wie sieht es mit einer praktischen Anwendung aus? Wie weit seid ihr dort? Wir haben in dem Projekt jetzt die Grundlagen geschaffen, haben sehr viel Materialcharakterisierung betrieben und damit eben auch die Basis, um das industriell anwendbar zu machen und sind zuversichtlich, dass das der Automobilhersteller in Kürze auch in seinen Fahrzeugen einsetzt. Diese Zuversicht teilen wir mit unseren Kollegen und hoffen, dass wir euch das Remanufacturing von Blechbauteilen ein bisschen näher bringen konnten. Beim nächsten Mal erwartet euch dann ein Beitrag aus dem Bereich E-Mobilität.